Am Anfang einer Larve steht immer der Holzklotz, wie ich vorhin schon erklärt habe. Es wird aus, ist ein Lindenholz, ja, ist ein trockenes Holz, hat eine Restfeuchte von, sagen wir, bis zu 13%. Ja, das ist ein abgelagertes Holz. Ja. Und dann spannt man das Holzteil hier drauf. So, hier sehen wir dann, die Larve haben wir begonnen zu schnitzen. Wir haben mal die Seiten abgetragen, wir haben die Stirn gestaltet, die Nase schaut hervor, mal das Grobe, die Augen tief angelegt, die Augenpartie insgesamt oben angelegt eigentlich, ja, das Kinn und den Mund. Jetzt geht es darum, dass wir hier die Larve, das ist ziemlich grob jetzt, ja, feiner ausarbeiten. Ich schaue dabei, ja, eigentlich ist am Anfang, wenn ich sowas anfange, schon drin, was schnitze ich überhaupt, ja, ein freundlicher Ausdruck, ein mürrischer Ausdruck, ja. Für die Larve habe ich entschieden, dass ich so einen mürrischen Schandle mache, der mürrisch schaut, ja, also auch eine ganz alte Person, wo die Augen tief liegend sind, ja, wo der Mund, die Mundwinkel nach unten gehen, ja. Hier haben wir einen fast fertigen Fäderhannes, der sieht so aus, ja. Er ist fertig geschnitzt. Jetzt natürlich das Ganze noch ein bisschen grob. Hier auch gerade in den Stirnfalten. Muss mit Schleifpapier nachgearbeitet werden. Man versucht, so viel wie möglich mit dem Messer zu machen. Ja, und was dann immer geht, mache ich mit dem Schleifpapier. Also gerade die Abrundung an den Kanten so, dass das Ding auch, bevor man den Kreidegrund drauf macht, bevor man bemalt, praktisch schön glatt ist.